Ja, einen schönen guten Tag meinerseits. Ich freue mich, dass einige den Weg zu uns gefunden haben an diesem ereignisreichen Montagvormittag. Die CDU hat nun endlich ein Wahlprogramm. Ich will mal ganz vorweg eine methodische Anmerkung stellen. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, was es für ein Rauschen im Blätterwald gegeben hätte, wenn die Linke es sich erlaubt hätte, einfach nur per Vorstandsbeschluss ein Wahlprogramm zu verabschieden. Aber gut, am konsequentesten wäre wahrscheinlich gewesen, Angela Merkel hätte im Alleingang das Wahlprogramm vorgelegt. Ich mag mir auch nicht vorzustellen, was es für Schlagzeilen gegeben hätte, wenn die Linke milliardenschwere Ausgaben in ihr Wahlprogramm geschrieben hätte, ohne dass es irgendwelche Vorschläge zur Gegenfinanzierung gibt. Wenn man sich einige Punkte des Unionsprogramms anschaut, wie höheres Kindergeld, bessere Rentenbewertung, also die sogenannten Mütterrenten, dann kann man sagen, selbst die CDU schreibt inzwischen zumindest punktuell bei der Linken ab. Das freut uns. Leider wird nur auf der Ausgabenseite abgeschrieben. Nun, im Wahlkampf wird es darauf ankommen, dass man auf die verschiedenen Wahlversprechen der Union ganz klar das Preisschild klebt. Unsere Position in dieser Frage ist eine andere als die der Union. Wir wollen Gerechtigkeit durch Umverteilung. Und wenn man in der Mitte und unten etwas drauflegen möchte, dann muss man etwas ganz oben bei den Millionären und bei den Konzernen wegnehmen. Das ist das Steuermodell der Linken. Wir wollen die Mitte stärken und entlasten. Wir wollen Armut verhindern. Und genau deswegen wollen wir Millionäre, Konzerne und Finanzspekulationen zur Kasse bitten. Zu einem Punkt der milliardenschweren Ausgaben der CDU möchte ich noch etwas sagen, und zwar im Bereich Familienpolitik. Da sieht ja das Unionswahlprogramm vor, dass es der Kinderfreibetrag auf das Niveau des Grundfreibetrags der Erwachsenen angehoben wird. Das hat dann auch eine Erhöhung des Kindergeldes um rund 35 Euro zur Folge. Hier muss man sagen, leider ist das ein Vorschlag, von dem Familien, die mit jedem Cent rechnen müssen, nichts, aber auch gar nichts haben. Beim jetzigen Familiensplitting-Vorschlag der Union bleiben gerade jene Familien, die besonders wenig Geld haben, auf der Strecke. Sie bekommen zwar etwas höheres Kindergeld überwiesen, das wird aber sofort wieder gegengerechnet. Wir meinen, ein solches Vorhaben hilft Kindern eben nichts. Deswegen setzt die Linke auf ein anderes Modell. Wir wollen ganz klar eine Kindergrundsicherung, die jedes Kind und jeden Jugendlichen vor Armut schützt. Nächster Punkt, über den ich sprechen möchte, ist der Fluthilfefonds. Das Kabinett berät ja heute abschließend über den 80 Milliarden Fluthilfefonds, der hälftig von Ländern und Bund finanziert werden soll. Bei diesem Fonds bleiben wichtige Fragen offen. Zum einen hat Angela Merkel klar davon gesprochen, dass es maximal um 8 Milliarden geht. Und wir meinen, das Ausmaß der Schäden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau festzulegen. Und jetzt bereits den Fluthilfefonds zu deckeln, das ist ein Deckel, wo kein Deckel hingehört. Zum Zweiten, die Finanzierung soll über eine kurzfristige Erhöhung der Neuverschuldung erfolgen. Gleichzeitig aber soll es laut Union keine Abstriche bei der mittelfristigen Finanzplanung geben. Das heißt also, auch hier wieder gilt die oberste Ideologie der Union, das Verbot quasi von Kreditaufnahmen. Das halten wir für einen falschen Ansatz. Den Fluthilfefonds so finanzieren zu wollen, ist quasi ein Nullsummenspiel ohne Wert. Das heißt nur, dass die Gelder, die jetzt für die Fluthilfe zur Verfügung gestellt werden, an anderen wichtigen Stellen weggekürzt werden. Wir meinen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um ein Konjunkturprogramm Fluthilfe aufzulegen. Drittens ist festzuhalten, dass die ostdeutschen Bundesländer, vor allen Dingen aber Sachsen-Anhalt, durch die geforderte Kofinanzierung eindeutig benachteiligt werden. Gerade die ostdeutschen Bundesländer haben eine angespannte Haushaltslage und werden deswegen die Mittel zur Kofinanzierung, die gefordert werden, nicht in dem Maße aufbringen können. Wir fordern deshalb Extrahilfen für die besonders betroffenen Regionen wie Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und für Bayern. Viertens, es muss wirklich eindeutig und rechtsverbindlich festgehalten werden, dass für Menschen, die auf Hartz-IV-Leistung angewiesen sind und Fluthilfe bekommen, diese Fluthilfe nicht als Einkommen angerechnet wird, damit es für sie kein Nullsummenspiel wird. Da gibt es erfreuliche Äußerungen der Bundesregierung, aber damit hier jegliche Zweideutigkeiten geklärt werden können, braucht es eine verbindliche Klärung. Fünftens,
Hochwasserschutz kann nicht nur Mauerbau und mobile Wände bedeuten, sondern im Gegenteil, also man kann natürlich kurzfristig mit mobilen Hochwasserschutzmauern auch mal in der Stadt helfen, aber am Strich bedeutet das, dass die Flutgeschwindigkeit steigt und man hat das gesehen, in Dresden war diesmal der Pegel niedriger als bei der Flut 2002 und trotzdem war der Pegel dann in Magdeburg deutlich höher. Deswegen muss nachhaltiger Hochwasserschutz auch bedeuten, dass mehr Hochwasserüberschwemmungsflächen zur Verfügung gestellt werden. Ich will mal nur eine Zahl nennen. In Sachsen wurde nach der Flut 2002 von einer Expertenkommission unterbreitet, dass man eine Überschwemmungsfläche von 7.500 Hektar bräuchte. Davon sind seit 2002 in Sachsen gerade mal 111 Hektar realisiert worden. Also wenn man weiteren Flutschäden vorbeugen will, dann braucht es auch hier mehr Raum für die Flüsse. Und der dritte Punkt, zu dem ich abschließend heute was sagen möchte, das ist der internationale Abhörskandal. Die Empörung über diese Überwachung, über diese Ausschnüffelei im Internet wächst mit jeder weiteren Enthüllung. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die bezweifelt, dass eine Abhörung in diesem Ausmaß so ganz ohne Wissen der deutschen Behörden stattgefunden hat. Und gegenwärtig ist das erstmal nur eine Frage. Wir meinen, die Bundesregierung hat hier eine Schutzpflicht gegenüber der deutschen Bevölkerung. Sie muss Bürgerinnen und Bürger schützen vor weiteren Schnüffelaktionen. Wie kann man das in die Wege leiten? Dieser Skandal ist unserer Überzeugung nach ein Fall für eine internationale Institution. Strafrechtlich wäre hier der Gerichtshof in Den Haag gefragt und politisch verantwortlich ist die UNO. Wir fordern deswegen eine Internetcharta der Vereinten Nationen, um eben Menschen vor dem virtuellen Spionagewahn der Konzerne, der Regierung und der Geheimdienste zu schützen. Vielen Dank.